Ich habe jetzt ein paar Ideen für Gastgeschenke vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt hier einmal eine Flasche, geht natürlich auch kleiner. Ich habe von meinem kleinen Rosmarinstrauch schon ein paar Zweige abgemacht. Dann habe ich einmal matte weiße Acrylfarbe, aber da kann man natürlich auch andere Farbe nehmen. Ich habe meinen Pinsel. Genau. Da müsst ihr überlegen, wie euch das lieber ist wegen der Dicke. Also ich glaube, das ist, also das, wie dick das ist, gute Frage, das stand Stärke 2. Genau. Und ich fülle dann noch die Rosmarinzweige mit Olivenöl auf. Da könnt ihr irgendwelches nehmen. Ich habe jetzt das Olivenöl von Alnatura. Und ja, nach Belieben. So. Ich hoffe, ich kann jetzt überhaupt mit dieser Acrylfarbe umgehen. Weiß ich nämlich nicht. Und zwar sollen dann mit der Acrylfarbe jeweils die Namen auf die Flaschen geschrieben werden. Ja, und eben Rosmarin und Olivenöl rein. Das an jedem Platz hat dann jeder ein Platzkärtchen und gleichzeitig natürlich noch ein Gastgeschenk, was natürlich ganz cool ist. Ja, ich fange mal an, ich probiere das jetzt einfach mal. Ups. So, die Annika male ich jetzt. Ich male mich bestimmt an. Annie ist ja eigentlich auch schon mal cool. Oder? Wir belassen es bei Annie, sonst schreibe ich mich ja dumm und dämlich. Und wenn ihr 80 Gäste habt, wo ihr Flaschen schreiben müsst, dann kürzt mir doch gerne auch mal ab, oder? So, voilà. Flasche 1 ist fertig. Braucht ihr auch nicht alles anschauen. Übrigens, das ist cool. Ich habe irgend so einen Pinsel mit so Aussparung für die Finger. Das ist echt angenehm zum Pinseln mit dem. So. Die Annie ist fertig. Jetzt kommt mal Rosmarin-Ästchen rein. Ich hoffe, der bricht nicht gleich. Ist schon ein bisschen trocken. So. Ich weiß nicht, reicht einer? Reicht einer? Einer reicht. Oder zwei. Könnt ihr ja mit nach Belieben machen. So. Ja. Komm, mach. Nein. Nein. Jetzt habe ich aber gerade Schiss gekriegt. Ey. Na, sieht ganz gut aus. Auffüllen. Zack. Ihr könnt natürlich auch kleinere Flaschen nehmen. Ich habe jetzt halt die gefunden, die fand ich ganz schön. Ist vielleicht aber je nachdem ein bisschen groß an den Tisch ranzustellen. So, meine große Flasche ist mal auch leer. Kleines voll. Et voilà. Einmal Gastgeschenk. Ich bin's gut. Should stay. Come with me, girl. I know a place where the green grass grows in a sunny embrace, and we can get away, girl. Make our escape where it's all.